Digital Divide. In Zeiten des Internets sollten wir alle den gleichen Zugang zu Wissen und Informationen haben. Wir müssen Infos jederzeit von überall abrufen können. Ist das aber tatsächlich so? Jellex vertritt die Idee des digitalen Divide und sagt, leider ist dies noch nicht der Fall. Der Digital Divide beschreibt eine Art digitale Spaltung, die zu einer Wissenskluft führt und so soziale Ungleichheiten erzeugt. So gibt es signifikante Unterschiede zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Stadt und Land oder dem Bildungsgrad der jeweiligen Person. Der Begriff des Digital Divide beschreibt dabei zwar auch den nationalen, aber auch internationalen Vergleich. So kann man in Europa ein klares Nord-Süd-Gefälle beobachten. Die nördlichen Länder sind meist bildungsstärker, reicher und technisch besser ausgestattet. Insbesondere im Hinblick auf Länder mit schwacher Infrastruktur gibt es häufig erschwerten Zugriff auf Computer oder Smartphones. Hinzu kommt, dass es nicht überall Internet gibt und wenn doch, dann nicht immer in ausreichender Geschwindigkeit. Viel problematischer ist jedoch, dass in einigen Ländern bestimmte Inhalte zensiert werden und es nicht möglich ist, frei und offen über alles zu reden. Zugang zu Informationen ist daher oft eingeschränkt. Es gibt nicht die digitale Spaltung. Je nach Land gibt es andere Herausforderungen. Aus diesem Grund werden Wissenshierarchien zwar überall, aber nicht überall gleichmäßig abgebaut oder zum Teil sogar verstärkt.